Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde mich heute ganz gerne in der Reihe Digitale Lehre an Sie wenden, indem ich die Metapher aufgreife, die ich oder die in den letzten Tagen, muss man ehrlicherweise sagen, in den Medien Land auf, Land ab durchgespült und durchgewaschen wird, nämlich die vom sogenannten Wellenbrecher-Shutdown. Das ist ein Begriff, den Karl Lauterbach geprägt hat und der, glaube ich, ziemlich genau das ausdrückt, was im Moment der Shutdown für den November bedeutet. Man kann aber den Wellenbrecher aber auch noch in anderen Varianten bemühen, und zwar als Metapher für die Rückkehr in ein normales Lehr-, Lern- und Forschungsverhältnis an Universitäten. Und deswegen nehme ich die Metapher auch im Hinblick auf die Auswahl zum Beispiel von digitalen Tools für die digital gestützte Hochschullehre. Damit würde ich ganz gern beginnen. Das sind also zwei Themen. Und deswegen ganz kurz Ihnen Folgendes skizzieren. Wir haben das jetzt im Start an der TU Dresden gemerkt, andernorts wird es ähnlich gewesen sein, dass die Tools, die zur Verfügung stehen, um zu arbeiten, also bei uns zunächst war das Opal, ja, das ist ein Kurssystem, ähnlich wie vergleichbar mit Moodle. Und dieses System ist zwei Tage fast hintereinander ausgefallen. Das nächste, was wir haben, ist die Matrix. Die stottert auch ein wenig rum. Und daneben haben wir noch den Videocampus Sachsen, VCS, der ebenfalls arg an der Belastungsgrenze operierte in den letzten Tagen. Das, was passiert ist, ist im Wesentlichen, dass Sie eine relativ ruhige Zeit im Semester haben und dann setzt der Semesterstart ein und wir haben die Welle der NutzerInnen, die auf diese Tools zugreifen und dann ist erwartbar, was passiert. Sie fluten in der Metapher weitergedacht die Server, die an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen und dann steigen die Dienste einer nach dem anderen aus. Jetzt gibt es folgende Möglichkeiten, wie man hier einen Wellenbrecher oder die Metapher des Wellenbrechers beschreiben kann. Zum einen fragen Sie nicht die Dienste weiter nach und warten Sie einfach darauf, bis sich das alles wieder reguliert hat. Oder setzen Sie einfach auf alternative Tools und haben Sie wenigstens immer zwei Tools parat, die jeweils Vergleichbares können. Wenn Sie nicht auf kommerzielle Dienste setzen wollen, Opal wird sich relativ schwierig ersetzen lassen, würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie auf WordPress gehen und dort sich einen Blog reservieren. Der Vorteil an WordPress ist, dass wenn man einen Blog eingerichtet hat, das geht relativ schnell und einfach, ich würde jetzt mal den Browser wieder anschieben, wenn man einen WordPress-Blog angeschoben hat, wordpress.com, dass dann Sie sich eine beliebige Website erstellen können und mit WordPress eine einfache Webpräsenz realisieren, auf der Sie auch Files ablegen können, und zwar in einem nicht ganz unbeträchtlichen Umfang, sodass Sie eine Alternative haben, um Ihre Daten ins Netz zu bringen. Neben SharePoint und Cloud Store und Cloud Space und so weiter und so fort, ist das eine sehr, sehr einfache Variante, um sich von bestimmten Diensten unabhängig zu machen. Das heißt, hier wäre das eine Alternative WordPress, die zweite Alternative eben genannt SharePoint. SharePoint, der wird bei uns an der Uni zur Verfügung gestellt, oder ein Cloud Store. Das Problem ist, dass Sie aus dem SharePoint und aus dem Cloud Store heraus nicht verlinken können. Das heißt, Sie können dort zwar Files zum Download hinterlegen, aber Sie können sie nicht in eine wie auch immer geartete Oberfläche integrieren. Dafür würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie auf WordPress setzen.
Achten Sie dabei aber bitte darauf, dass Sie keine personenbezogenen Daten teilen und so weiter und so fort, sondern dass das Ganze datenschutzkonform abläuft. Auch urheberrechtlich bedenkliches Material sollten Sie hier bisweilen nicht einstellen. Zur Matrix haben wir, um ehrlich zu sein, keine Alternative öffentlich. Das heißt, hier bleibt uns leider nur der Ausweg über E-Mail. Das ist sehr, sehr bitter. Wenn Sie auf einen anderen Messenger-Dienst setzen, achten Sie darauf, dass er wenigstens eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hat. Also hier käme so etwas Signal wie Signal oder Telegram mit Abstrichen in Frage. Videocampus Sachsen, dazu haben wir keine gute Alternative. Hier bleibt Ihnen YouTube und dann damit das nicht gelistete Video, das Sie dort einsetzen können und sollten. Aber achten Sie darauf, dass Sie wenigstens immer eine Alternative haben, eine funktionstüchtige, auf die Sie zur Not auswechseln können. Auch damit brechen Sie die Welle. Das gilt im Übrigen für alles. Das gilt für Videokonferenzsoftware, dann so etwas wie CMS-Systeme. Und dazu zählen nicht nur die Webseiten, die wir an der Universität zur Verfügung haben, sondern auch Dienste wie Trello oder ganz beliebt in diesem Jahr, also in diesem Semester, Padlet. Denn folgendes ist das Problem. Stellen Sie sich mal vor, Sie kennen jemanden, der im Netz Werbung macht für diesen Dienst, Padlet zum Beispiel. Ja, also da fällt mir unter anderem, fallen mir da Philipp Wampfler ein in seinem Digi-Fernunterricht. Und jetzt haben Sie eine große Gruppe an Lehrerinnen und Lehrern und an Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern, die keine finanzielle Unterstützung für kommerzielle Tools bekommen. Das heißt, für die steht, oder aus datenschutzrechtlichen Gründen, für die steht also weder Microsoft 365 oder der Google Workspace zur Verfügung. Ja? Also diese Optionen scheiden aus. Eine kostenpflichtige Alternative, zum Beispiel wie das Miro Board, bekommen Sie nicht erstattet. Und jetzt haben Sie zwei Optionen. Entweder legen Sie sich einen Bezahl-Account an für das Miro Board. Das kann man machen. Oder Sie lassen es eben bleiben und dann setzen Sie auf einen Dienst wie Padlet. Und jetzt passiert Folgendes, dass der normale Nutzerinnenkreis von Padlet relativ überschaubar ist bis zum 1. Oktober oder bis zum 1. November in unserem Fall jetzt in der Hochschullehre. Und dann beginnen alle Hochschullehrerinnen, die nicht einen Bezahldienst nutzen wollen, Padlet zu nutzen mit einem Schlag. Das überfordert das System möglicherweise. Also für Padlet muss es jetzt nicht gelten, aber bei Trello ist es schon passiert, im Miro mit Abstrichen. Aber selbst Dienste wie Microsoft 365 oder Google Workspace funktionieren dann in solchen Hochlastzeiten nicht ganz so gut. Videokonferenzsysteme genau dasselbe. Hier kommt es auch immer, wenn eine Last ansteht, kommt es zu Schwierigkeiten. Und die einzigen Möglichkeiten, die Welle zu brechen, haben Sie dann, wenn Sie sagen, ich setze auf ein anderes Tool oder ich lasse mir einfach Zeit, also ich setze einfach später ein. Das wäre noch eine weitere Option. Aber das ist ja kommt ja in der Hochschullehre jetzt nicht einfach so in Frage. Also das Votum für die digitale Lehre ist, nutzen Sie die Wellenbrecher-Metapher, die im Hinblick auf Corona ganz gut funktioniert. Wenn Sie merken, dass ein Dienst anfängt zu wackeln, also nicht stabil zur Verfügung steht, längere Bearbeitungszeiten hat, das ein oder andere Mal aussetzt, setzen Sie auf eine Alternative. Wenn Sie merken, dass alle in Ihrem Umfeld auf Padlet setzen, gehen Sie auf Trello. Wenn Sie merken, dass alle auf Trello setzen, gehen Sie auf das Miro Board. Wenn Sie merken, dass alle auf Miro setzen, gehen Sie zu Padlet. Und das wiederum setzt voraus, dass Sie Ihre Daten relativ flexibel schieben können. Und dafür brauchen Sie ein Ablagesystem, nämlich entweder Opal oder WordPress. Das heißt, von dort aus können Sie die Links ganz einfach streuen und müssen nicht jedes Mal die Files wieder neu einstellen und neu hochladen und so weiter und so fort. Also das ist das Essentielle. Suchen Sie sich bitte eine Plattform aus, von der Sie
das Ganze bewerkstelligen können. Jetzt aber zu dem zweiten Punkt, nämlich zu der Frage, wie können wir die Wellenbrechermetapher von Karl Lauterbach noch verwenden. Und zwar gewöhnen wir uns im Moment innerhalb der Hochschullehre, also unserer Hochschulen und in den Schulen an so etwas wie Formen des Distanzlernens, und in denen wir nicht mehr miteinander vor Ort arbeiten, obwohl wir das eigentlich gewohnt sind. Also unsere Communitas an der Universität ist darauf angewiesen, dass wir miteinander sozial interagieren, und zwar nicht nur in der Lehre, sondern auch mit den Kolleginnen und Kollegen direkt vor Ort, in Gremien und so weiter und so fort. Der Sommer hat uns alle halbwegs überrascht und wir haben uns mehr oder weniger begeistert in digitale Kommunikationsformate und auch Lehr- und Lernformate eingearbeitet. Und jetzt im Winter stehen wir wieder vor derselben Situation, dass wir uns eigentlich nur noch digital gegenüberstehen und das gemeinsame Miteinander möglicherweise beginnen zu verlernen. Und das ist nicht ganz unbedenklich. Und ich würde mich freuen, wenn man die Wellenbrechermetapher auch dafür einsetzt, dass es, sobald es die Möglichkeit wieder zulässt, also sobald die Lage in den Schulen und Hochschulen wieder so ist, dass man sich treffen kann, auch in größeren Gruppen, dass wir dann gemeinsam nach schnellen Möglichkeiten suchen, um diese etablierte Gemeinschaft, also die Communitas, wieder ins Leben zu rufen und neu zu beleben. Und da ich die ein oder andere Idee dafür habe und auch gerne in diesem Semester umsetzen möchte, ist dieses Video und schlussendlich ist das die Wellenbrechermetapher jetzt zum dritten eigentlich eine offene Frage an Sie alle. Welche Möglichkeiten sehen Sie, dass wir, wenn die Pandemie es zu pandemische Situation oder das Infektionsgeschehen es zulassen, welche Möglichkeiten sehen Sie an Schulen und Hochschulen, um wieder in Gemeinschaft zurückzukehren und nicht den einen oder anderen im digitalen Raum zurückzulassen? Ich bin sehr gespannt auf Ihre Ideen, würde mich freuen, wenn Sie entsprechend kommentieren, gern hier im Kommentarbereich oder auf Twitter, wo ich das gleich verlinke, das Video, sodass wir gemeinsam zurück in eine soziale Normalität kommen, aus der wir faktisch vor 10 Monaten ausgeschieden sind. In diesem Sinne bin ich ganz herzlich Ihr Alexander Lasch und freue mich auf Ihre Impulse und würde mich freuen auch, wenn Sie Ihre Ideen mit anderen teilen und wir dann möglicherweise voneinander lernen können und gute Ideen übernehmen können. Bis dahin und ein schönes Wochenende. Ciao. Nur der Vollständigkeit halber der Hinweis auf diese beiden Videos, die diesmal freigegeben sind, je nachdem, was Sie bisher geschaut haben und wofür Sie sich interessieren. Liken Sie, kommentieren Sie, drücken Sie die Glocke, damit Sie benachrichtigt werden, wenn ich neue Inhalte hochlade. Und wenn Sie mögen, lassen Sie ein Abo da. Bis dahin, Ihr Alexander. Ciao.